Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Und ja, wir sind wieder auf der Sternkarte, nachdem wir die zweite Mission abgeschlossen haben auf Typhon Primaris. Und was ich in der letzten Folge vergessen hatte, euch auf der Sektorkarte zu zeigen, waren die einzelnen Planeten und Örtlichkeiten, um sie euch mal vorzustellen. Also erst einmal nehmen wir hier Typhon. Das war der erste Planet, auf dem wir waren. Typhon Primaris ist der Planet im Aurelia-Subsektor der 11., eine Urzeitwelt, also eigentlich ein Dschungel, und fast 1,1 Millionen Bevölkerung zurzeit. Also ich schätze mal menschliche Bevölkerung, Tyranniden könnten es noch ein paar mehr sein. Typhon Primaris war mit seinen dichten Urwäldern im Hochland und den feuchten Sümpfen im Tiefland schon immer ein gefährlicher und unwirtlicher Planet. Hinter dem schützenden Pflanzenschleier und den hohen Baumkronen hat der Planet seit jeher zahlreichen Gruppen Unterschlupf geboten. Zum Beispiel uns Tyranniden, die dem Imperium feindlich gesinnt sind. Also Tyranniden, ja. Nach Jahrhunderten ist es von der einheimischen Bevölkerung durch Plünderungen der wilden Orks nur noch eine kleine Gruppe übrig. Die geheimnisvollen Elder führen auf dieser Welt ebenfalls etwas im Schilde. Vor langer Zeit stürzte ein Weltenschiff, das während des Falls der Elder beschädigt wurde, auf Typhon ab. Wie man es von den Elder kennt. Die halten sich für so toll, aber sind im Endeffekt die, die am schnellsten abgebuchst werden. Die Überreste sind noch dort versteckt. Nun wandeln sogar wilde Tyranniden durch den Dschungel. Das sind wir. Die Überbleibsel einer gescheiterten Invasion vor 10 Jahren. Na, müssen Sie uns das auch noch auf die Nase binden. Aufgrund der zahlreichen Feinde auf dem Planeten ist sich das Imperium durchaus der Gefahr bewusst, dass dieser zu einer feindlichen Ausgangsbasis werden könnte. Um dies zu verhindern und den Planeten zu halten, wurden imperiale Truppen in großer Anzahl dahin geschickt und zurzeit liegt die menschliche Bevölkerung von Typhon bei etwas mehr als 1 Million. Ja, genau. Wie ich sagte, also etwas mehr als 1 Million menschliche Bevölkerung. Tyranniden werden nicht mit eingerechnet. Dann haben wir hier den nächsten Planeten Calderis, eine Feudalwelt, also mittelalterlich eigentlich. Ist der 9. Planet im Subsektor Aurelia. Feudalwelt hat 25 Millionen menschliche Bevölkerung. Calderis, eine trockene Kugel, die bereits in der vergessenen Zeit vor dem Imperium besiedelt wurde. So etwa wie Tatooine aus Star Wars, ist auch heute noch eine grausame Feudalwelt. Auch irgendwie wie Tatooine aus Star Wars, das wird ja von den Hutten regiert. Es ist ein Wunder, dass bei all den anhaltenden Bedrohungen, die die Siedler hier seit jeher plagen, menschliches Leben auf dem Planeten überhaupt möglich ist. Ein mächtiger Ork-War, eine Tyranniden-Invasion und Abstecher des Chaos und der Dämonen. Ja. Doch trotz allem überlebt die Siedlung nicht nur, sondern blüht sogar geradezu auf. Dies ist sowohl der wilden, festen Entschlossenheit der Siedler zu verdanken, als auch den Bemühungen der Bloodravens, einem Orden der eigenen Space Marines des Imperators. Für die Bloodravens ist Calderis vor allem eine Rekrutierungswelt. Also die meisten Bloodravens, die es heutzutage gibt, kommen von Calderis. Was auch klar ist, weil die Leute dort sind von Natur aus schon so widerspenstig. Machst du noch Bloodravens aus ihnen, also Supermenschen, sind sie noch schlimmer. Fast alle neuen Bloodravens kommen aus den Reihen der stärksten Krieger des Planeten. Jupp. Dann haben wir hier Meridian, die Subsektor-Hauptwelt. Nachdem Aurelia hier oben. Das haben wir nachher gleich. Erstmal Meridian. Ist Aurelia Subsektor 7. Planet, Sektor Hauptwelt. Bevölkerung 32 Milliarden, also ziemlich viel. Meridian, die Hauptwelt des Subsektors Aurelia, ist eine von riesigen Türmen geprägte Kontinente umspannende Stadtlandschaft. Also so wie Coruscant aus Star Wars ungefähr. Nur, dass das hier nicht die Hauptstadt der ganzen Galaxie ist. Das ist Terra, Falle der Menschen. Die Engelschmiede, das alte Manufakturum des Planeten, produziert alles von Rationen bis hin zu Lasergewehren und Flugzeugen. Hey, eine alles produzierende
Produzierende Fabrik, da könnte ich mir auch mal was produzieren lassen. Die anhaltenden Kämpfe des letzten Jahrzehnts haben auf der mitgenommenen Makropolwelt, was auch immer das sein soll, ihre Spuren hinterlassen und zu regelmäßigen Tumulten geführt. In vielen Bereichen der unteren Türme kommt es regelmäßig zu Kämpfen um Grundversorgungsmittel und die wenigen planetaren Verteidigungsstreitkräfte können der Bedrohung zu Hause und im Subsektor nicht gleichzeitig Herr werden. Die geringe Moral und Erschöpfung der Truppen musste letztendlich zur Meuterei, Desertion und noch schlimmer Ketzerei führen. Also ja, das Chaos breitet sich auf Meridian aus. So wurden die Intervention außerplanetarischer imperialer Kräfte und die Stationierung kadianischer Regimenter notwendig. Also kadianische Regimenter sind besondere imperiale Regimenter. Also ich glaube, Kadianer sind die Elitetruppen der imperialen Armee. Wenn ich was Falsches behaupte, dann schlagt mich nicht dafür. Notwendig, um die Lage zu stabilisieren. Doch trotz allem verbreitet das Chaos weiter Verderben und Ketzerei und raubt Meridian immer mehr Kraft. Ja, gut. Dann haben wir hier Aurelia, den ersten Planeten im Subsektor, mit 15 Bevölkerung, weil es eine Eiswelt ist. Das war eigentlich mal der Hauptplanet, aber warum das so nicht mehr ist, das steht hier im Text. Der Planet Aurelia war einst eine führende Welt im gleichnamigen Subsektor. Vor einem Jahrtausend stürzten Warpstürme den Planeten in eine vernichtende Eiszeit und verschlangen ihn dann ganz. Also der Planet war mehrere Jahrtausende nicht im Subsektor, sondern im Warpraum. Erst im letzten Jahr ist er wieder erschienen und hat eine ganze Reihe dunkler Geheimnisse entfesselt, was man in Chaos Rising eigentlich erlebt, die in ihm versiegelt waren. Die verräterischen Truppen der Black Legion, also des Chaos, haben sich sofort auf diese Geheimnisse gestürzt und so den Großdämon Ulquair freigelassen. Ja, ein Nörgeldämon, der dort gebunden war. Nur durch den Einsatz von Gabriel Angelos und seiner Leute konnte die Welt zurückerobert und Ulquair wieder gefangen werden. Ja, das macht man in Chaos Rising. Im Moment sind dort mehrere Regimenter imperialer Soldaten stationiert, die bei Aurelia und seine dunklen Mysterien waren. Also mehrere Regimenter sind 15.000 Mann. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Gericht der Kadaver. Ein Space Hulk. Künstliches Objekt, gehört also nicht zu den Planeten, ist ein Space Hulk und Bevölkerung unbekannt. Das war ja in der letzten Folge, in der vorletzten Folge auch meine Ansprache von den Gene-Stealern, von den Symbionten, die nisten sich gerne auf solchen Space Hulks ein. Dieser uralte Space Hulk ist eine Verbindung aus zahlreichen verlassenen Raumschiffen, so wie jeder Space Hulk. Also Raumschiffe, die im Warp verschwinden, werden durch die Warp-Energie zusammengeschweißt und zu einem Space Hulk. Uralte Technologien und unvorstellbare Schrecken sollen im Inneren lauern. Seit der plötzlichen Ankunft der Gericht der Kadaver im Subsektor vor 10 Jahren wurden viele imperiale Expeditionen in den Hulk geschickt, um Technologien zu bergen. Fast alle endeten jedoch in einer Katastrophe und wurden Opfer von Xenoschwärmen und fürchterlichen Flüsterstimmen im Warp. Naja, das Ding kommt aus dem Warp, da ist der Warp ziemlich stark drin und, wie gesagt, Symbionten. Und andere Tyranniden. Nur die Helden von Aurelia konnten den Space Hulk erfolgreich infiltrieren und entkommen. Doch sie weigern sich hartnäckig, mehr darüber zu erzählen. Ja, das sind die ganzen Gebiete, die wir hier in dem Sektor haben, und wir werden jedes Gebiet auf jeden Fall einmal betreten. Als erstes Calderis hier mit der nächsten Mission. Also ja, eigentlich kümmert uns das nicht, was die Space Marines hier machen, aber sie sind ahnungslose Beute, wie schon gesagt. Sie sind jetzt damit beschäftigt,
die Argus-Siedlung platt zu machen und erwarten uns gar nicht. Also ja, wir sollen die Sturmteams der Blood Ravens zerstören und wir sollen die vorgelagerte Kaserne der Blood Ravens zerstören. Und als Belohnungsauswahl kriegen wir entweder eine Scherenklaue, also eine Nahkampfausrüstung. Wir können den Tyranniden-Liktor freischalten oder den Venatoren-Neuralfresser geben. Ich glaube, ich werde das hier nehmen, weil das lässt Venatoren mutieren, also steht da, und gewährt die Fernkampfwaffe Neuralfresser wirkungsvoll gegen alle Ziele, also auch gegen Fahrzeuge. Aber ja, starten wir mal in die Mission. Wir nehmen wieder so die Reihenfolge und entsenden. Überwachen. Mit Überwachen kann man Trupps automatisch verstärken und bauen lassen, also indem man rechtsklickt auf etwas. Zur Aktivierung der Verstärkungsüberwachung müssen Sie erst mit der rechten Maustaste auf die Verstärkungsschaltfläche klicken. Der Trupp wird automatisch verstärkt, wenn er sich in der Nähe einer vorgelagerten Basis und einer Festung befindet. Oder halt in der Nähe eines Verstärkungsfahrzeuges gibt es ja auch. Zum Beispiel die Space Marines haben Razorbacks, in deren Nähe kann man auch Einheiten verstärken. Zur Aktivierung der Produktionsüberwachung müssen Sie mit der rechten Maustaste auf den Trupp klicken, den Sie produzieren möchten. Er wird von nun an immer dann produziert, wenn die Warteschlange leer ist und Sie es sich leisten können. Biologische Verbesserung unterwegs. Sowas machen wir aber nicht unbedingt. Höchstens wir füllen Truppen nach. Aber jetzt nehmen wir erst einmal dieses Hauptquartier hier ein. Wird verbessert. Geben unseren Kriegern gleich mal Biozidkanonen. Und jetzt haben wir das Hauptquartier und kriegen eine neue Verbesserung Einheit. abgeschlossen. Das müsste die Tyrannenwache sein, genau. Also eigentlich sein persönlicher Bodyguard. Kann ich mal näher ranzoomen. Der hat Oberarme, mit denen er alles Mögliche wegschlagen kann, sogar Preisboxer. Und damit ist unsere Bevölkerung fast vollständig ausgelastet. Eine Festung gibt übrigens ganze 10 Bevölkerung aufs Maximum mit drauf. Deswegen haben wir jetzt 70, nicht nur 60. So. Und mit dem Jungen hier können wir jetzt die Trümmer aus dem Weg räumen. Sergeant Lysandros, seien Sie gewarnt. Feindliche Streitkräfte wurden in der Siedlung entdeckt. Weichen Sie nicht von Ihrem Auftrag ab. Unsere Priorität ist es, jedes einzelne Gebäude in diesem armseligen Dorf zu vernichten. Ziel bestätigt. Ja, wir sollen jetzt die Sturmteams eliminieren. Das sind hauptsächlich Scouts, also leichte Beute. Oh, wir haben einen Termaganten verloren. Aber dafür ist unsere Tyrannenwache schon mitten im Nahkampf. Einfach mal vorgestürmt. Und ja, würden wir jetzt Space Marine spielen oder die Imperiale Armee zum Beispiel, da hätten wir auch den Auftrag, diese wichtigen Gebäude zu beschützen, damit sie nicht kaputt gehen. Aber als Tyranniden kann uns das gänzlich egal sein. Wenn er hier die Kisten aufschießt. So. Oh, ein Razorback. Nein, ich will, dass die Venatoren das Gebäude erobern. So, Kriegerbrut. Verbessern Sie zum Fahrzeug ab, wäre Kriegertrupps mit Biozidkanonen. Ja, das haben wir ja schon. Ja, das wissen wir bereits selber.